die sprießen ja aus allen Ecken und Enden, die Fazua-Antriebe. Jetzt hat sogar schon der Hersteller Highbike, Teil der Vinoha Group, hat einen Fazua-Antrieb aus Bayern. Ein sehr leichter Antrieb, der so leicht ist, dass man ihn kaum spürt, ihn kaum hört und das Fahrrad und kaum sieht. Ja. Das Ding sieht aus wie ein normales, ganz normales Mountainbike. Klar, Spezialisten erkennen, da stimmt irgendwas nicht unten oder so, aber es ist nah dran am normalen Fahrrad. Ist Gewicht ähnlich? Sag mal, relativ nah dran. Was heißt das, 3-4 Kilo mehr? Also wir haben jetzt bei dem Rad hier, haben wir ein Gewicht von 19,6 Kilo inklusive der Pedale, ohne Tubeless-Umbau, also genau so, wie es jetzt hier steht. Ja, du bist Kai Gimler, du bist Zweiradmechaniker, Meister, Fachrichtung Fahrräder und das Ganze hättest du dir vor 10 Jahren überhaupt nicht denken können oder vor 12 Jahren, als wir angefangen hatten, im Saarland hier zu drehen, da war das, kam das Thema E-Bikes, der weiße Bosch-Motor kam gerade erst auf, aber das irgendwann mal, so diese Kurve ganz komisch wird, immer stärker, immer härter, immer größere Akkus und jetzt genau der Weg geht zurück. Das Alte bleibt zwar noch, aber der Ruf nach wieder ganz normalem Mountainbike-Fahren, dass sich Fahrräder nicht so fett anfühlen, ja, so übergewichtig, das kommt jetzt, oder? Na, sag mal, die Produkte diversifizieren sich jetzt, ne? Weil wir natürlich auch Kunden haben, die alle möglichen Ansprüche haben und je mehr das Thema E-Bike, sag mal, bei den Leuten ankommt, umso dezidierter werden die Ansprüche. Ja? Und hiermit sprechen wir einfach Leute an, die ein besseres Handling wollen, weil wir einfach vom Gewicht her ja schnell mal irgendwo im Bereich zwischen 4 und 6 Kilo unterhalb dessen sind, was haben wir, ein normales Alufolie mit einem Bosch oder Yamaha Antrieb und einem größtmöglichen Akku, was weiß ich, 720, 750 Wattstunden hat. Das ist ein ganz anderes Handling, ganz anderes Feeling auf dem Bike. Und die Kunden kommen jetzt. Das sind natürlich gerade die, die sagen, okay, ich bin eigentlich noch sportlich unterwegs oder bin eigentlich noch eher noch so ein bisschen beim Bio-Bike. Also es splittet sich jetzt auf. Das macht das andere ja nicht schlecht. Das werden wir immer noch weiterhin brauchen. Aber jetzt kriegen wir langsam vor allem auch einen vernünftigen Motor in solchen Produkten im Light-E-Bike. 8.000 Euro für ein Highbike, die Preise war ich ja gewohnt durch den großen TQ-Antrieb, den es mal gab, wo das Ganze kam. Aber jetzt muss man sagen, Fazua, am Anfang, als der rauskam, da war er ja in Rennrädern, glaube ich, drin. Das war, glaube ich, die allerersten, die kamen. Ja. In Mountainbikes gar nicht zu denken, aber das hat sich sehr schnell gewandelt. Das war dann doch der Ride und Trail. Die hatten wir auch schon in Mountainbikes gehabt. Aber sag mal, du bist jetzt auf das TQ-Thema zum Beispiel gekommen. Wir hatten ja dann von Highbike auch das Fly-On gehabt. Ne? Mit dem 120 Newtonmeter Motor, der totale digitale Overkill aus meiner Perspektive mit so einem Display, mit GSM-Chip und so weiter. Und dann eine 30 Kilo schwere Karre, die noch lang war wie ein Taxi mit 6 Türen. War meines Augens echt am Markt vorbeigedacht. Und das hier ist jetzt zu den E-Bikes, die wir normal schon haben, die ja gut laufen, die richtige Ergänzung, weil wir einfach Leute haben, okay, ich will das bessere Handling, ich brauche nicht den vollen Punch, ich brauche nicht den größten Akku, weil ich mich auch viel selber treten will und habe trotzdem 60 Newtonmeter Unterstützung. Pass auf, Kai, ich gebe dir mal eine Einweisung. Wenn du mal kurz hierher kommst, mal durch das Display durchguckst, da kannst du sehen, was im Bild zu sehen ist. Okay, siehst du, da ist so ein rotes Karree in der Mitte. Ja. Ich drücke dir jetzt mal die Kamera in die Hand. Du guckst mal, dass ich, gib dir mal auf der rechten Seite das Mikro und ich fahre das Ding jetzt mal, okay? Oh, dann bist du ja auch mal im Bild. Also liebe Leute, das ist eine Premiere. Ich bin noch nie so ein Antrieb. Er hat sich bartmäßig so ein bisschen an mich rangetastet. Das ist sehr interessant, weil du bist mein Zeug, ich bin noch nie den Antrieb gefahren. Nein. Pass auf, der Sattel klebt ein bisschen. Also da ist halt rutschsicher. So, das ist jetzt das Maximale. Genau, jetzt hast du das Maximale, genau. Okay, so, dann starten wir. Sven Herzog auf einem Kai Gimler Bike. Okay, also ein bisschen groß. Hoffentlich lässt das Rad ganz. Ja, klar geht das. Die da rumlaufen sind Fußgänger, ne? Ist ja krass. So. Also wie gesagt, nochmal, Sven ist eigentlich gewohnt sein TQ mit 30 Kilo und sitzt jetzt auf dem Rad, was unter 20 Kilo wiegt, mit 60 Newtonmeter Drehmoment und 430 Wattstunden. Es fühlt sich an, guck mal hier. Ey, geil, ich will Kamera. Guck mal hier, warte. Und du hast ja noch weniger Kraft wie ich. Ich habe gar keine Kraft. Ja, Wahnsinn. Ey, ich glaube, ich will Kameramann werden. Das Ding ist geil.
Geiles T-Shirt hat er an. Sag mal, hast du das jetzt im Urlaub gekauft? Du, das ist, damit ich ein bisschen jünger wirke. Der hat Spaß, der hat richtig Bock. So, darf Marlene das Video dann auch sehen? Ich komme mit dem Gimbal, pass auf, warte mal. So, jetzt bist du wieder da. Sehr schön. Sven, was ist da für ein Laufradsatz drauf? Bitte? Was haben wir hier für einen Laufradsatz? Ui. Ui. Mal was Neues. Französisch. Wir tauschen mal. Oh, schade. Warte, ich hänge. Ein Rossignol. Nee, was ist denn das? Jetzt. Ja, auch Mavic. Du, darf ich mal kurz beschreiben, wie das Feeling ist? Ja, mach mal. Das ist, hast du gesehen? Das Ding will nach vorne abheben. Man hat auf jeden Fall gesehen, du hast richtig Spaß gehabt, ey. Also es ist extrem leicht, das Feeling. Es ist sehr handlich. Es ist wie so ein 125er Roller, weißt du? Der ja viel handlicher ist wie irgendwie ein 300-Kilo-Bike, weißt du? Das Ding mit 120 Kilo, der Roller, den fährst du anders. Ja, ich meine, lass dir mal auf der Zunge zergehen. Wir haben jetzt hier gegenüber dem Mountainbike, was du gewohnt bist, 10 Kilo weniger. Ein Drittel. Wahnsinn, ein Drittel weniger. Ja. Bei gleicher Leistung fast. Na, nicht ganz. Ich meine, nominell hat jetzt der TQ hat ja quasi die doppelte Leistung. Aber da kommen wir wieder zum Thema. Wer braucht das eigentlich? Gehen wir mal einen Motor, der oft verkauft wurde, Bosch Performance Line. Also nicht der CX. Der hatte damals, ich glaube, 65. Der hat 60 Newtonmeter, die du richtig spürst. Und das Coole ist, mehr brauchst du nicht. Und es geht ja darum, du hast ja eine große Bandbreite. Du hast hier, glaube ich, 500% drauf, oder? Du kannst jetzt auswendig gerade sagen, von der Spreizung genau. Aber du, pass mal auf, also sag mal, jetzt um auf die 60 Newtonmeter zu sprechen zu kommen. Ich habe ja in meinem Fundus noch ein Rotwild, ne, das RG375. Und da habe ich ja die Möglichkeit, da ist ein Shimano-Motor drin und kann zwei Fahrmodi anwählen. Und zwar kann ich dann wählen zwischen 85 und 60 Newtonmeter. Also ich habe, weil wir dem kleinen Akku nahe, aber 60 hat auch einfach mehr Reichweite. Und ich habe das Ding eigentlich auch nur auf den 60 Newtonmeter gefahren und habe dann eigentlich hauptsächlich das geringere Gewicht davon profitiert. Ich habe oft die 85 verwendet, wenn ich abends keinen Bock mehr hatte und war nach Hause fahren, hatte noch zwei Balken Rest und wollte einfach nur die 15 Kilometer irgendwie nach Hause packen. Ja. Also dass du dann einfach, oder du bist die Abfahrt schon dreimal gefahren und sagst, okay, ich habe noch 30%, ich verballer die jetzt mal. Ja. Okay, ja. Klar, also um Himmels Willen, auch diese starken Motoren machen ihren Sinn, aber für viele werden jetzt merken, okay, eigentlich ist das hier doch eher das, was ich brauche und wünschen sich einfach ein anderes Feeling auf dem Bike. Range Extender, wichtiges Thema, geht das? Jawohl, das geht. Ne? Was heißt das überhaupt, Range Extender? Range Extender ist also quasi ein Zusatzakku, der hat im Fall von Fazur 250 Wattstunden und sieht aus wie so eine Flasche. Das sieht wirklich aus wie eine Flasche, ja. Schmiegt sich an und der hat sogar zwei Positionen, man könnte sogar zwei Range Extender festmachen, oder? Ja, aber die kriegst du nicht verkabelt. Nein, aber nicht gleichzeitig. Ach so, okay, ja. Ja, theoretisch schon. Also du kannst theoretisch einen Range Extender hinter den Rucksack machen, kannst den einstecken und der wird dann einfach eingesteckt und fertig, ja, und kannst den tauschen. Es gibt ja Leute, die machen Touren den ganzen Tag und der Range Extender ist ja nichts anderes wie der Reservekanister im Auto. Mhm, genau. So, das heißt, der Akku ist leer und ich bin aber dann doch noch in, was weiß ich, irgendwo im Norden in Sahölzbach und muss dann noch zurück nach Saarbrücken. Ja, ich sehe diesen Einsatzbereich bei solchen Geschichten dann eher, wenn man jetzt wirklich mal in Urlaub ist oder so, weil ist es meine Meinung. Ich sollte, bevor ich mir so ein Fahrrad kaufe, schon zumindest mal das abschätzen wissen, was ich in meiner Home Area irgendwie mit dem Rad so mache. Wenn ich jetzt, sage ich mal, weiß, pass auf, wir machen jetzt jedes Wochenende mit den Kumpels, mit den E-Bikes, immer Touren von 100, Ballern, 100 Kilometer, ja, dann hätte ich gesagt, okay, dann überlegen wir uns das hier nochmal. Ja, cool, cool ist natürlich, du bist mit drei Fahrrädern mit dem gleichen System unterwegs, das kenne ich ja von Bosch, die sind untereinander kompatibel und dann kann man ein, zwei Range Extender mit dazu nehmen, einer hat die im Rucksack drin und ist ja immer einer dabei, der nicht ganz so stark ist oder fährt und der kann ein bisschen mehr Power fahren. Zum Beispiel, ne? Aber sagen wir, dahin geht auch bei uns immer so ein bisschen die Beratung, dass wir die Leute gerade, sagen wir, wenn es jetzt ein bisschen spezieller wird, wir sagen dann schon, okay, pass mal auf, wenn du dir so ein Rad kaufst, dann solltest du jetzt schon ein bisschen Erfahrung haben, genau wissen, was du tust. Jemand, der das nicht weiß, der ist dann vielleicht mit dem Rad mit einem größeren Akku dann doch wieder besser bedient. Aber nochmal, das ist unser Beratungsansatz, das klären wir dann hier vor Ort.
So, du hattest mal in der Vergangenheit, speziell mit dem Thema Kona, ganz viel junges Publikum vom Bikepark. Ja. Wie ist denn das jetzt im Bikepark, die Youngster? Würden die sich sowas kaufen oder ist das immer noch verpönt? Ich sag mal, da scheitert das natürlich dann oft auch an den finanziellen Möglichkeiten. Wenn man die hätte. Nee, also das Thema verpönt ist rum. Absolut. Weil ich kann mir vorstellen, also mein Sohn ist jetzt 11, der hat ein E-Bike. Da haben vor 2 Jahren noch alle geschrieben, wo ich gesagt habe, der hat ein E-Bike. Du Rabenvater, der soll treten, die Sau, der soll den Speck abtrainieren. Aber der hat so viel Spaß mit dem E-Bike und er fährt viel mehr jetzt. Ja. Das ist nämlich der Unterschied. Der ist vorher gar nicht gefahren, weil wir bergiges Gebiet haben. Aber das ist ja so das Typische, hast ja dann auch bei den älteren Semestern, die zu uns kommen, die jetzt als Neueinsteiger wieder anfangen. Die setzen sich auf E-Bike und machen es dann halt eben auch und haben Spaß. Ja, und der ist richtig abgekämpft, wenn der da kommt, weil ich sag mal, der will ja da mit seinem Freund, der hat keinen Motor. Der hat den auch einen Kona, witzigerweise hat einen Kona Fully ohne Motor. Und ja, die beiden fahren denn. Also, ja, komm mal mit, pass auf. Kennst du noch einen Emilio? Willst du es echt hier stehen lassen? Komm, wir nehmen es mit. Nimm es mit, bitte. Kennst du noch Emilio, mit dem wir das Video gedreht haben mit dem Commit, mit dem Zugseil? Ja, genau. Pass auf, der kommt morgen sein neues Fahrrad abholen. Komm mal mit. Ist er so groß? Der ist groß geworden, ja. Das ist dein Bruder gewesen, oder? Sein Sohn? Nee, das ist der Sohn von einem Kumpel von mir. Und er fährt Motocross und kriegt jetzt sein erstes Kona Fully. Sein Kona Fully. Komm mal mit. Mahlzeit. So, da sind wir. Nee. Das ist ein 26 Zoll, oder? 24er. Das ist das Process 2.4. Jetzt sehe ich es auch. Also gab für viele Jahre... Warte mal, du bist nicht zu hören jetzt. Also, es gab ja viele Jahre lang von Kona immer das Stinky 2.4, ist jetzt vor 2-3 Jahren abgelöst worden durch das Process 2.4, ist aber ein vollwertiges Enduro-Bike mit Vollfederung, mit dicken Schlappen in 24 Zoll für Kids. Die Gabel, was da drin? Jetzt muss ich gerade gucken, es ist was Spezielles von Kona. Es ist eine Luftgabel. Müsst ihr jetzt nochmal in den Sag mal, nachgucken. Das geht aber bei dem 24 Zoll, die Schaltung geht gerade so hin, oder? Ja, klar. Ich meine, die Situation hast du bei den Kinderrädern immer, dass der Käfig dann ziemlich lang hier, hier raussteht. Wird aber nicht zum Problem. Sag mal, wenn du bergunter fährst, bist du eher in den unteren Gängen. Und dann kommt es natürlich nochmal hoch. Preis von dem, was kostet? Bist du bei 2,5, 2,6. Und das Ding bricht nicht auseinander, wenn du damit Sprünge machst, Rockshocks, Dämpfer mit drin, also genau. Das, ich glaube, der wird Spaß haben, ne? Der wird Spaß haben, fährt ja Motocross, weiß ja, der wird das Ding richtig rannehmen. Pumptrack? Der fährt auch schon um Hinterrad. Pumptrack? Ja, auch. Alter von ihm, wie alt ist er? Emilio ist jetzt, 8. Ist der schon 8, jetzt warte mal, der ist ein Jahr jünger wie meine Nichte, doch, der müsste jetzt 8 sein. Das ist 8 sein. Also, da ist es das Highbike und wir haben es mitgenommen. Nee, das hier. Und deswegen ist es da. Du hast welche da, alle Rahmengrößen? Von dem im Moment 2 Rahmengrößen. Das Ghost, was wir vorhin gefilmt haben mit dem Fazua, haben wir jetzt in 2 Größen da. Die dritte kommt. Die Räder sind jetzt im Zulauf. Also bitte kommt vorbei und kommt nach Buest. Das liegt in der Nähe von Saarlouis. Saarlouis liegt im Saarland zwischen Saarbrücken und Luxemburg ungefähr in der Mitte. Ihr habt 3 Autobahnen hier, die A620, die A8 und die A6. Also es gibt keinen Grund mehr, hierher zu kommen. Nicht hierher zu kommen. Also, genau. So ist es. Und das Ganze wirklich toller Betrieb. Euch kenne ich jetzt im 7. Jahr, glaube ich, oder 8. Jahr. Und muss sagen, du hast dich stark entwickelt von dem Dach, wo es reingeregnet hat, wo du noch weißt. Es war alles am Anfang hin zu wirklich einem tollen Team. Ich glaube, so langsam, man ist nie fertig, oder? Mit so einem man ist nie fertig. Aber ich muss sagen, wir sind ja gerade jetzt die letzte Saison durch eine harte Zeit gegangen. Aber jetzt gerade mit dem neuen Team für die kommende Saison. Harte Zeit, so. Weil er hatte so viel zu tun. Er hat es kaum gepackt bekommen. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Geschichte. Ein gutes Schloss. Auch da bitte spart nicht am Schloss. Und da gibt es eine gute Beratung. Ich habe immer, also ich habe das Bordeaux-Zahlenschloss, war bei mir immer ganz okay. Aber man kann es nur verlängern. Man kann es nicht verhindern. Ja, also es ist so. Du siehst ja, hier sind ja Security-Levels drauf, ne? Und jetzt muss man ganz klar sagen, ob du dein Rad jetzt mit Security-Level 9 oder 12 absperrst, das hindert sozusagen den Diebstahl nur um mehrere Sekunden. Wenn du dein Rad zum Beispiel am Campingplatz, im Hotelkeller oder wo auch immer stehen hast, mach immer 2 oder 3 verschiedene Schlösser dran, weil das
erhöht den Aufwand für den Dieb ja ums Zwei- oder Dreifache. Ja, ich hätte fast gesagt, nehmt den Akku und die Bedieneinheit raus, geht hier nicht. Am besten das Rad ohne... Also geht in dem Fall nicht, aber sagen wir typischerweise bei den meisten Rädern ist das möglich. Also nehmt es raus, weil viele Diebe haben schon gar keinen Bock mehr. Wenn das Vorderrad fehlt, die Bedieneinheit fehlt, der Akku fehlt dann und noch zwei Schlösser dran sind. Und dann kann man es machen. Danke, tschüss Kai Gimler. Wir sind im Buß. Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Montags geschlossen. Kommt nicht montags her. Das tun Leute immer noch. Ich glaube, nach 5 Jahren kommen sie montags her. Aber montags ist geschlossen. Tschüss, genau. Kai. Ciao.